Ja, liebe Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts. Es geht weiter mit den Aufnahmen. Wir müssen jetzt zum Bürgermeister. Überall ist es so ruhig. Komisch. Gehst du rein? Natürlich, wir gehen jetzt von hier aus in das Haus des Bürgermeisters. Das scheint auch noch dazu zu gehören. Wollen wir doch mal schauen, was wir jetzt hier auf uns aufkommen lassen. Huch, ich hatte nicht erwartet, dass sie wiederzusehen. Natürlich kommen wir wieder. Nina hat uns alles gesagt. Wir sind hier, um Michelle nach Hause zurückzubringen. Ja, die liegt ja da. Sie sind tatsächlich zurück. Ich dachte, dass sie mit eingezogen von den Schwänzen geflohen sind. Falls Sie mir anstelle von Nina den Goldstaub bringen wollen, dann los jetzt. Geben Sie ihn schon her. Ne, die gebe ich ihm bestimmt nicht. Halt die Klappe. Wie kommst du überhaupt auf die lächerliche Idee, dass es Goldstaub ist? Das Einzige, was du von uns bekommst, sind 100 Schläge auf den Kopf. Ja, Minimum. Tatsächlich, es ist Ihnen also egal, was mit Michelle geschieht? Sie werden es bitter bereuen, wenn sie wegen ihnen sterben muss. Ich werde es nicht hinnehmen, dass Leute auf mein Land verletzt werden. Ich bring dich um, wenn du die Frau auch nur mit deinem Finger berührst. Noch einer? Das ist gut, denn dann haben meine treuen Diener mehr zu essen. Das ist mein Dorf. Sie haben kein Recht herzukommen und mir vorzuschreiben, was ich tun soll. Du kennst mich wohl nicht, was? Ich bin dein Gebieter, weißt du? Ich werde dir die wahren Kräfte eines Vampirs zeigen. Was? Ein Vampir? Genau, er ist der, den du gesucht hast. Sie können mich nicht reinlegen. Warum sind Sie so wild auf Sterben? Ich werde Sie mit meinem neuen Körper verschlingen. Ja, das wollen wir doch erstmal sehen, ob du uns mit deinem Körper verschlingst, du Hammelbein. Das wollen wir doch erstmal sehen. Gut, gut, gut. Erstmal wieder den Fernseher ein bisschen leiser machen. Ihr müsst ja nicht unbedingt mitbekommen, was ich hier sehe. Todesberührung. Oh, oh. Heiliger Bimbam. Das war aber ordentlicher Schaden. Wir heilen Keith erstmal. Weil dieses Monster ist mir ein bisschen unkoscher. So, ich hoffe, die Heilung haut auch gut drauf. Auf Keith. Und nicht, dass er irgendwie durch das Vampiren da seinen Schaden bekommt. Nö. Er kriegt genau die Punkte zurück, die er braucht. Gut. Jetzt zeige ich den Fledermaustanz. Das ist ein gegebener Anlass dafür. Und ihr seht, zwei Trefferflächen. Ja, komische Tanzereien, die Keith macht, weil die gibt's nämlich auch. Und das ist der Schicksalsring, den man da gesehen hat. Im Übrigen ziert er auch mein Hintergrundbild. Und ja, wir machen weiter mit dem Leichenarm noch dazu. Denn dieser Gegner ist schon ein etwas stärkerer, wie wir gesehen haben. Mit seiner ordentlichen Schadensregulierung, die er da macht. Und wir wollen das nicht unbedingt zulassen. Er hat wieder so ein ekelhaftes Auge wie der andere Hund letzte Mal. Und Feueratem, der geht bestimmt gegen alle. Sag ich doch. Der geht bestimmt gegen alle. Ja gut, Schaden ist das nicht, was er da macht. Solange er nicht zweimal angreift. Es geht sofort weiter, obwohl es geht immer noch weiter. Man hat es, glaube ich, jetzt nicht gehört. Oder beziehungsweise ich hoffe, dass man es nicht gehört hat. Schauen wir mal. Die Alice haut ja ordentlich mit ihrem Zauberspruch drauf. Sehr schön. Oh ja, also jetzt haben wir schon einiges an Schaden gemacht. Und werden weitersehen, dass wir den Gegner plätten. Noch eine Fledermaustanz jetzt erstmal hinterher. Und zack. Jetzt hoffe ich, reicht das für den Sieg. Und da kommt der Fledermaustanz. Oh, ist das schön, wenn man den Laptop neben dem Rechner laufen lässt. Und ich hoffe, das reicht jetzt für diesen Gegner. Obwohl, nee, dürfte nur lange nicht reichen. Auch wenn der Schaden von Mal zu Mal ordentlicher wird. Aber jetzt wird erstmal geheilt, glaube ich. Also ist erstmal ein bisschen wichtiger, dass wir hier heilen. Weil das wird ja gar nicht schön, was hier abgeht. Zumindest Alice sollte... Obwohl, nee, ist... Doch, Alice sollte sich heilen für den Fall, dass wieder so ein toller Angriff kommt. Wir sind erstmal auf Nummer sicher aus. Und wollen nicht unbedingt jetzt hier abdanken. Und ja, wir schauen mal, dass wir noch den Gegner hier plätten können. Gut, ja, da kieft kein Heilzauber. Doch, er hat eine Verlustberührung. Die müsste doch eigentlich, oder Absaugberührung.
Nee, die nimmt nur einen kleinen Teil der GP weg. Wir heilen uns lieber mit einem Terasamen. Denn bevor gleich wieder irgendwie diese Todesberührung kommt. Und, wollen wir doch erstmal sehen, dass wir den Gegner noch einigermaßen weghauen. Den Leichenarm jetzt noch hinterher. Weil Schuschen macht das mit dem Leichenarm perfekt. Es läuft richtig gut. Ich hoffe nur, der Gegner ist nicht allzu stark, was das angeht. Er scheint aber angeschlagen zu sein. Jetzt, er taumelt ein bisschen. Ja, oh Mann. Schuschen, halte durch. Sehr gut. Alice, du hast wieder die Heilrolle, wie immer. Das macht sie aber wirklich mit Bravour, muss man sagen. Also, nichts dagegen einzuwenden. Macht sie wirklich erst rein. Und wir machen ganz normal diese Kämpfe weiter. So, nee, keine Angriffe, du machst ein Ritual auf den kleinen Scheißer. Vor allem, es kommt ein perfekter Fledermaustanz. Das Schöne ist, dass er nicht so viel MP für den Fledermaustanz verbraucht, wie jetzt zum Beispiel Schuschen für was anderes, für seinen Leichfindler, seinen Leichenarm. Und trotzdem ordentlich Schaden macht. Mit 162, das ist schon beachtlich, finde ich. Auch wenn er ihn nur aufgrund seiner niedrigen Grund-MP nicht so oft benutzen wird. Ich hoffe nur, wir kriegen diesen Kampf ganz schnell über die Bühne. Und dann war es das auch schon wieder. Ja, das ist doch wieder die Todesberührung. Oh nein. Alice, halte durch. Jawohl. Alice, du machst es genau richtig. Du stehst hinten, du wirst nicht getötet. Alles optimopti. Oh Mann. Oh je, oh je. Ja, schön auch, dass das jetzt alles hier mit dem Programm so gut klappt und auch mit dem Zusammenschneiden, weil ich habe vorher bei anderen Spielen es versucht mit dem Zusammenschneiden. Da hat es doch tatsächlich immer nur den ersten Teil genommen und der Rest war mal schwarz. Und das wollte ich euch nicht antun. Deswegen habe ich mir gedacht, muss ich einen anderen Weg finden, die Videos zusammenzuschneiden. Im Übrigen wird sich auch jetzt demnächst noch was anderes in Sachen Videobearbeitung bei mir tun. Ich habe mir ein weiteres Programm erworben, käuflich, wohlgemerkt, Sony Vegas, den Pro 9. Den habe ich mir erstmal erworben, damit mir auch eventuell demnächst andere Möglichkeiten beim Zusammenschneiden da sind. Denn, wie gesagt, ich möchte nicht unbedingt mir immer so Sachen holen, wo ich dann hinterher aufpassen muss, dass das auch alles auf legaler Ebene passiert. Zumindest nicht auf Dauer. Deswegen ganz normal erstmal weiter. Wir haben es ja jetzt fast geschafft mit dem Hund, glaube ich. Ja, Keith, Fledermaus tanzen. Danach sollten wir auf jeden Fall auch auf die ZP von Alice achten, denn das wird ganz mies. Der Fledermaustanz, ein sehr schöner Skill, wie ich sagen muss. Und ja, treffen tut er ja ordentlich. Und jetzt nochmal, nee, den können wir jetzt nicht machen. Gut, dann machen wir jetzt den Lebenssauger. Mal gucken, was der jetzt sagt. Wenn der kommt, auch ein Perfekter auch noch dazu. Und ja, ich hoffe nur, dass er gut trifft. Dann ist das Thema nämlich auf und statten. Ne, leider nicht. Also, ja, jetzt kommt wieder ein Feueratem. Jetzt müssen wir darauf achten, dass Alice nicht allzu viel Schaden bekommt. Denn, sollte das passieren, ist das nicht das Gelbe vom Ei. Okay, Alice, du machst ein gesegnetes Licht. Ich habe mir das schon so ungefähr überlegt, wie ich das mache. Als nächstes wird nämlich Keith einen Fledermaustanz machen und Schuschen wird das Ganze wieder abheilen. Okay, dann macht jetzt Keith wieder einen Fledermaustanz und vielleicht entweder reicht es oder Schuschen wirft danach ein Pure Blood auf Alice, damit sie eben halt dabei Laune bleibt. Jetzt kommt wieder der Fledermaustanz. Mal schauen. Ja, das war's auch. Wunderbar. Ich brauchte kein Pure Blood mehr verwenden. Der Kampf ist in sieben Runden von dannen gegangen. Dieser merkwürdige Bürgermeister ist besiegt. Keith feiert, indem er sein Schwert wegsteckt. Und wir bekommen 8000 Punkte, 12.000 an Bargeld und Eisenschuhe. Und Keith hat jetzt den Blutsauger gelernt. Eine weitere Fähigkeit, die wahrscheinlich jetzt besser ist als diese Verlustberührung oder Absorgberührung. Und eine etwas beruhigendere Melodie jetzt gerade. Mami! Ja, die beiden sind vereint. Nina! Ich freue mich so, dass ihr beide wieder zusammen seid.
Ja, ich freue mich auch an dieser Stelle. Danke, Alice. Gern geschehen. Lass uns nach Hause gehen. Ja gut, Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken kann. An dieser Stelle mache ich einen Schnitt und wir sehen uns das nächste Mal bei Let's Play Shadow Hearts wieder. Bis dahin sprach der Raven Knight nimmermehr.